Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das für uns alle von Bedeutung ist. Innere Stärke und Rückzug. Innere Stärke ist eine Fähigkeit, die uns hilft, Herausforderungen zu meistern und schwierige Zeiten zu überstehen. Es geht darum, sich selber zu vertrauen und zu wissen, dass man auch in schwierigen Situationen bestehen kann. Innere Stärke kommt nicht von außen, sondern von innen. Es ist eine Fähigkeit, die man sich aneignen kann. Rückzug ist eine weitere wichtige Fähigkeit, die uns hilft, innere Stärke zu entwickeln. Rückzug bedeutet nicht, dass man sich von Problemen oder Herausforderungen zurückzieht. Es geht vielmehr darum, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sich zu regenerieren. Rückzug kann also helfen, Stress abzubauen und wieder Energie zu tanken. Wie kann man also innere Stärke und Rückzug entwickeln? Eine Möglichkeit ist die Meditation. Meditation hilft dabei, den Geist zu beruhigen und die Konzentration zu verbessern. Auch Yoga kann helfen, Körper, Geist und Seele zu stärken. Eine weitere Möglichkeit ist das Setzen von klaren Grenzen. Es ist wichtig, sich selbst und anderen gegenüber klare Grenzen zu setzen und diese auch durchzusetzen. Das gibt einem das Gefühl der Kontrolle und Stärke. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass innere Stärke und Rückzug wichtige Fähigkeiten sind, um Herausforderungen im Leben zu meistern. Durch Meditation und Yoga und das Setzen von klaren Grenzen kann man diese Fähigkeiten entwickeln und stärken. Ich hoffe, dass euch mein Video dabei geholfen hat, mehr über dieses Thema zu erfahren. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.